Aufgrund der Rahmenbedingungen, die Gamification nutzt, um intrinsische Motivation in Unternehmen hervorzurufen, fällt es den beteiligten Personen viel einfacher, persönlichen Fortschritt und vor allem eine eigene Entwicklung festzustellen. Das ist es genau, was intrinsische Motivation am Ende auch ausmacht. Und das ist es auch, was wir im Spiel, Sport und Hobby jederzeit erleben. Dieser persönliche Fortschritt, besser zu werden. Der zweitmeistgenannte Grund, warum Menschen weltweit kündigen, lautet: Ah, ich stecke hier irgendwie fest, ich komme hier nicht weiter. Gelingt es Unternehmen also, diese Rahmenbedingungen, die für Gamification so außerordentlich wichtig sind, positiv umzusetzen, arbeiten sie gleichzeitig an dem Problem, Fluktuation, langfristige Fluktuation vor allem, im Unternehmen nach unten zu bringen.